Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar in der Brandnamic Academy. Die letzten Tage sind ganz besondere Tage für den Tourismus im Alpenraum gewesen. Es sind geradezu Entscheidungstage für unseren Tourismus in Europa. Schon gestern hat die EU-Kommission einige wegweisende Dokumente veröffentlicht. Darin wurden die Spielregeln für das Reisen innerhalb der EU neu festgelegt. Wichtige Themen wurden diskutiert. Welche Hygienemaßnahmen und welche Sicherheitsabstände sollen in der Hotellerie und Gastronomie gelten? Welche Rechte haben Gast und Hotel im Fall von Stornierungen und Ausfällen? Wie soll der Tourismussektor unterstützt und die Arbeitsplätze gesichert werden? Diese und viele weitere Fragen beschäftigen uns sehr. Die Antworten darauf werden für unsere Arbeit entscheidend sein. Allen voran aber bewegt uns und bewegt auch unsere Gäste die Frage, wann die Reisefreiheit innerhalb Europas wieder voll hergestellt sein wird. Dazu wurde in den letzten Tagen sehr viel diskutiert. Fest steht, dass die Beherbergungsbetriebe in Südtirol am 25. Mai öffnen dürfen. Anfang Juni werden wohl die meisten italienischen Regionen ihre Grenzen öffnen. Unklar bleibt, wann Gäste aus dem Ausland zu uns kommen können. Blicken wir nach Deutschland, von wo ein Großteil der Gäste in Südtirol stammt. Dort gelten zum Beispiel ganz unterschiedliche Regelungen für den Grenzübertritt. An den Grenzen zu einigen Nachbarländern, unter anderem zu Österreich, soll schon ab morgen nur noch stichprobenartig kontrolliert werden. Eine vollständige Aufhebung der Grenzkontrollen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz ist am 15. Juni vorgesehen. Allerdings stehen die Chancen für eine Aufhebung der Grenzposten zwischen Österreich und Italien momentan schlecht. Bundeskanzler Kurz hat noch keinen Stichtag verlauten lassen. Und wie aus Deutschland durchsickert, wird die Reise von Deutschland nach Südtirol möglicherweise noch etwas länger dauern. Unser Landeshauptmann Arno Kompatscher widmet sich derzeit intensiven Verhandlungen mit Deutschland und Österreich, um diese Vorgänge auch zu beschleunigen. Und auch unser heutiger Gast setzt sich für eine Entscheidung nach objektiven Kriterien, also nach Covid-19-Infektionsraten ein. In diesen Tagen schwanken wir also zwischen Hoffnung und Unsicherheit, zwischen Zuversicht und Ungeduld. Gestern wurden die Weichen neu gestellt, denn die neu beschlossene EU-Strategie wird die Art zu reisen, die Art Urlaub zu machen, also die Art, wie wir alle arbeiten, in den nächsten Wochen und Monaten maßgeblich beeinflussen. Für euch und für uns ist es daher besonders wichtig, die Inhalte der EU-Tourismusstrategie so früh und so detailliert wie möglich zu kennen. Es steht viel auf dem Spiel. Es geht um unsere Gesundheit, um Errungenschaften der europäischen Integration und es geht auch um viel Geld. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir jetzt im Webcast den Südtiroler EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann begrüßen dürfen. Er hat die richtungsweisenden Sitzungen der letzten Tage und Stunden aufmerksam miterlebt. Nun wird er uns einen Einblick aus erster Hand in die politischen Entwicklungen auf EU-Ebene gewähren. Eure persönlichen Fragen könnt ihr während des Webinars im Chat stellen. Mein Team wird diese clustern und wir werden diese dann gebündelt an Herrn Dorfmann weitergeben. Am Ende des Webinars haben wir noch eine für uns ganz wichtige Botschaft für euch. So, und wir beginnen jetzt gleich zu Beginn mit einer kurzen Umfrage, um zu erfahren, aus welchen Ländern ihr heute an diesem Webinar teilnehmt. Klickt dazu einfach jetzt auf dem Bildschirm auf eure Antwort und anschließend dann auf Absenden. So, Silvia, wie viele haben abgestimmt? 75%. Dann warten wir noch einen kleinen Moment, denn das Ergebnis hilft uns auch, auf die Bestimmungen einzugehen, die dann für eure Länder gelten. Vielen Dank für eure Stimme. Lieber Herbert, herzlich willkommen jetzt bei der Brandnamic Academy. Wir schauen uns gleich noch das Ergebnis an. Wir haben von 413 Teilnehmern, die gerade hier sind, haben 83% abgestimmt, also 344 Personen. Aus Deutschland 2%, aus Italien 82%. 3% aus Österreich und der Schweiz und anderen Ländern niemand.
Lieber Herbert, noch einmal herzlich willkommen bei der Brandnamic Academy. Schön, dass du da bist und vielen Dank im Namen aller hier Anwesenden, dass du dir die Zeit nimmst, uns so zeitnah und aktuell aus deiner Arbeit zu berichten. Wir sind ganz gespannt. Schönen guten Nachmittag. Danke Michael, danke Brandnamic und danke allen, die heute zuhören, dass ich diese Gelegenheit habe, ein bisschen zu erklären, was uns gerade in Sachen Tourismus hier in Brüssel umtreibt. Die letzten Stunden waren diesbezüglich in mehrerlei Hinsicht eigentlich sehr spannend und auch schwierige Momente. Vielleicht darf ich ganz kurz zuerst zurückschauen. Sobald die Covid-Krise losgegangen ist, also Anfang März, haben die Staaten sehr schnell als erste Maßnahme die Grenzen geschlossen. Die Grenzen geschlossen für Personen und für Waren. Und während, also für den Warenverkehr. Und während es gelungen ist, das Problem mit dem Warenverkehr sehr schnell wieder auf den Weg zu bringen, das heißt, wir erinnern uns auch, bei uns im Eisacktal hatten wir da mal 50 Kilometer Stau bis zum Brenner hinauf. Aber da ist es dann eigentlich innerhalb von wenigen Tagen gelungen, mit einer Richtlinie der Kommission, einer Kommunikation der EU-Kommission, grüne Korridore zu schaffen und damit den Warenverkehr wieder in Schwung zu bringen. Bei den Personen ist das natürlich sehr viel schwieriger, aus einer ganz einfachen Tatsache heraus. Leider befällt das Coronavirus Menschen und bewegt sich damit auch mit Menschen. Und wenn Menschen sich herumbewegen, herumfahren, herumreisen, dann reist das, und die Menschen sind infiziert, dann reist das Coronavirus mit. Und wir haben das ja, auf diese Weise hat sich dieses Virus ja in rasend schneller Zeit in unserer globalisierten Welt auf die ganze Welt ausgebreitet. Nun sind wir aber in einer Phase, wo wir uns überlegen müssen, wie wir ein Grundgut der Europäischen Union, und das ist der Schengen-Raum, das ist die Reisefreiheit, wie wir diese Grundvoraussetzung der Europäischen Union wiederherstellen können und wie wir die zwei Dinge Sicherheit, sicheres Reisen, Sicherheit für die Reisenden, Sicherheit auch für was die Verbreitung des Coronavirus in Europa angeht, wie wir diese Notwendigkeit verbinden mit der Frage des Zulassens von Reisen für den Tourismus, aber nicht nur für den Tourismus. Es gibt auch andere Gelegenheiten, die mich erreichen täglich viele Mails von Menschen, die von uns weg nach Österreich, nach Deutschland reisen möchten, aus beruflichen Gründen, aus persönlichen Gründen, was auch immer. Aber sie interessiert selbstverständlich vor allem das Reisen aufgrund des Tourismus. Und deswegen möchte ich jetzt kurz zwei Dinge darstellen. Das erste ist das, was die Europäische Kommission gestern getan hat, das heißt, diese Tourismusstrategie kurz vorstellen und dann ein paar Überlegungen zu dem, was parallel dazu abgelaufen ist, und zwar die Ankündigung bilateraler Verhandlungen bzw. das Ergebnis einer bilateralen Verhandlung zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. Also die EU-Kommission hat gestern insgesamt 5 sogenannte Kommunikationen präsentiert, beschlossen, bei denen es einmal um den Schengen-Raum an und für sich geht, dass eine Roadmap, einen Plan, wie der Schengen-Raum in nächster Zeit wiederhergestellt werden kann. Und dann weitere 4 Dokumente, wo es spezifischer um den Tourismus geht, um verschiedenste Kapitel des Tourismus. Und ich möchte kurz auf diese 5 Dokumente eingehen. Ich fange vielleicht, weil das ein bisschen ein Dokument ist, das sich nicht so mit dem Tourismus beschäftigt, aber ein grundsätzliches Dokument ist, mit der Frage des Schengen-Raums und der Grenzkontrollen an. Da sagt die Europäische Kommission, dass der Schengen-Raum wiederhergestellt werden muss, dass die Staaten alles tun sollen, um den Schengen-Raum so schnell als möglich wiederherzustellen, dass das in einer koordinierten Vorgangsweise passieren soll und dass das
allerdings unter Voraussetzung von verschiedenen Kriterien passieren soll. Das wichtigste Kriterium ist sicher, dass die epidemiologische Situation, also die Verseuchung eines Gebietes mit dem Coronavirus. Und hier ist für uns in Südtirol sicher ein interessanter Ansatz. Die Kommission sagt da, wir brauchen auch nicht immer nur national denken, man muss auch regional denken. Und die Europäische Union hat ja eine eigene Agentur für epidemiologische Krankheiten, die ECDC. Und diese Agentur, die einen Sitz in Stockholm hat, hat den Auftrag auf sogenannten, bei uns in Brüssel sagen wir nur drei Level, also auf Ebene der Regionen, Pläne zu erstellen von ganz Europa und zu schauen, was ist die Situation, die Corona, was ist die Covid-Situation in Europa, was sind das die Fallzahlen, nicht Staat für Staat, sondern Region für Region. Das ist natürlich eine Überlegung, die ich nachher noch machen werde, wird ein ganz wichtiger Punkt für uns. Dann sagt die Kommission, natürlich müssen bei dieser Öffnung auch geschaut werden, was tut ein Staat, was tut eine Region, um den Coronavirus einzudämmen, zum Beispiel im Physical Distancing, also im Social Distancing, also in den Regeln, was die Entfernung von Menschen angeht, aber auch in seinem Gesundheitssystem, also inwieweit ist die Öffnung, kann die Öffnung gemacht werden und lädt dann die Staaten ein, unter Voraussetzung dieser oder unter Berücksichtigung solcher Kriterien insgesamt drei Phasen zu bewerten. Und sagen, wir sind derzeit in der Phase 0. Die Phase 0 bedeutet, dass die Binnengrenzen in Europa zum allergrößten Teil zu sind. Das heißt, es ist außer für dringende Maßnahmen, dringende Reisen, für die Staaten genau festlegen, nicht möglich ist, über diese Grenzen drüber zu kommen. Aus dieser Phase 0 müssen wir jetzt hineinkommen in die Phase 1 und mit einem partiellen Aufheben der Grenzkontrollen an den internen Grenzen und mit dem Schaffen von Staaten, Räumen, Regionen, und auch hier wieder das Wort Region, wo eine Öffnung möglich ist. Und dann kann man von dieser Phase 1 in die Phase 2 übergehen und die Phase 2 würde dann bedeuten, dass die Grenzen, wie die internen Grenzen, wieder geöffnet werden. Daten gibt es dafür nicht, es gibt aber doch einen klaren Weg, wie die Staaten das machen sollen. Dann gibt es die klassischen oder die vier Tourismuspapiere, die sich also sehr spezifisch mit dem Thema Tourismus beschäftigen. Und da gibt es einmal ein Papier, wo das heißt Tourismus und Transport im Jahr 2020 und darüber hinaus. Das fasst also die anderen drei Papiere irgendwo zusammen. Und deswegen ganz kurz einfach, was steht da drinnen? Die Europäische Kommission bewertet einmal darin einfach die Bedeutung des Tourismus in der Europäischen Union, vor allem in einzelnen Mitgliedstaaten, wo der Tourismus ja sehr und in einzelnen Regionen, wo der Tourismus eine sehr große Bedeutung hat. Die Kommission sagt dann auch hier, was muss man tun, damit Tourismus wieder möglich ist? Selbstverständlich Grenzen abbauen, aber nicht nur, es geht auch um andere Dinge. Es geht zum Beispiel darum, dass wir Transportsysteme wieder auf den Weg bekommen. Wir haben ja derzeit kaum Flugzeuge, wir haben wenige Züge, das heißt, wir haben kaum öffentliche Verkehrsmittel. Das muss alles wieder hochgefahren werden, damit Tourismus möglich ist. Wir müssen selbstverständlich die Gesundheitsrisiken im Kopf behalten. Das Coronavirus ist leider in Europa da und wird auch noch eine ganze Zeit da bleiben und muss deshalb in allen Überlegungen berücksichtigt werden. Da gehe ich nachher auch noch genauer darauf ein. Dann geht es insgesamt die ganze Frage der Digital Technologies, also inwieweit können digitale Technologien helfen, Tourismus auch wieder möglich zu machen, vor allem die famosen Tracking-Apps. Also derzeit entwickeln mehrere Staaten in der Europäischen Union Tracking-Apps. Diese Apps müssen
untereinander kompatibel sein. Es wäre ja relativ absurd, wenn zum Beispiel ein deutscher Staatsbürger eine deutsche Tracking-App hätte, die dann bei uns nicht funktionieren würde. Also wir müssen auch hier ein bisschen einen europäischeren Ansatz haben, als wir ihn in den letzten Jahren hatten. Und dann macht die Kommission noch eine längere Überlegung, aber ich glaube, darum geht es heute eigentlich weniger, einfach um die Frage, inwieweit kann die Europäische Union mit den Mitgliedstaaten auch zur Seite stehen bei Finanzunterstützung, also im Sektor des Tourismus sozusagen auch finanzielle Entschädigungen anzubieten. Aber ich glaube, wir sollen ja heute eher über die Frage reden, wie kann man Tourismus wieder starten und nicht, wie kann man entschädigen. Aber darüber können wir dann sicher in der Debatte noch genauer reden. Vielleicht noch ein paar Hinweise zu einem zum vielleicht interessantesten Dokument für Sie, und zwar ein weiteres Dokument, wo die Kommission sich damit beschäftigt, wie kann jetzt progressiv der Tourismussektor wieder anlaufen und was muss dafür getan werden, also was sind die Voraussetzungen, damit das auch passieren kann. Und da nennt die Kommission eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die notwendig wären. Das ist einmal einfach, dass die Covid-Infektionsraten in dieser Region, in diesem Gebiet auf einem tiefen Niveau angelangt sind, dass wir also keine Infektionsherde dort haben. Dann, dass im Ort, wo Tourismus stattfindet, ein Gesundheitssystem ist, das funktioniert. Dann, dass es ein ausreichendes Überwachungssystem gibt und ein Monitoring-System für Covid an diesem Ort, dass es Testkapazitäten dort gibt, dass es Contact Tracing, also dass Tracing-Apps dort funktionieren und dass Koordination und Kommunikation im Falle eines Covid-Falles auch effektiv da sind. Und ich denke, wenn man sich das jetzt, und ich rede jetzt sehr aus Südtiroler Sicht, mir ist bewusst, dass heute hier nicht nur Südtiroler dabei sind, aber die meisten sind doch Südtirolerinnen und Südtiroler und Südtiroler Unternehmer. Wenn man das jetzt aus Sicht eines von uns sieht, aber auch einer österreichischen Region oder einer deutschen Region, muss man sagen, wir haben da eigentlich schon inzwischen die Voraussetzungen. Wir haben inzwischen Covid-Infektionsraten auf tiefem Niveau. Wir haben jetzt praktisch seit einer Woche keinen Todesfall mehr. Wir haben sehr wenige Neuinfektionen. Wir haben ohne weiteres sicherlich ein Gesundheitssystem, das funktioniert. Wir haben ein Überwachungssystem vor Ort, das funktioniert seit 2 Monaten. Wir haben eine Testkapazität vor Ort, die man sicher noch ausbauen kann, aber in den nächsten Wochen wird es den besseren Zugang zu Schnelltests geben und zu einfacheren und auch kostengünstigeren Testmöglichkeiten. Und damit wird die Anzahl der getesteten Personen auch nach oben gehen oder mindestens wird es möglich sein, die nach oben zu bringen. Wir haben Contact Tracing, wir haben Tracing-Apps noch nicht, aber die gibt es insgesamt noch nicht, die wird es aber in wenigen Wochen geben und wir haben dann kein Problem, die auch einzusetzen. Italien ist da übrigens relativ führend in der Technik und wir haben ohne weiteres ein Koordinations- und Kommunikationssystem vor Ort. Das heißt, wir haben eigentlich in Südtirol und ich würde sagen auch in Österreich und Deutschland schon diese 5 Voraussetzungen, die die Kommission hier nennt, damit man den Tourismus wieder hochfahren kann. Dann beschäftigt sich die Kommission mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die am Urlaubsort notwendig sind. Menschen kommen irgendwo hin, kommen in ihr Hotel und dann ist die Frage, was muss dort passieren? Und dort sagt die Kommission, es braucht dort Sicherheitsprotokolle. Die Sicherheit und die Gesundheit der Gäste muss im Vordergrund stehen. Es braucht einen Actionplan, also einen Aktionsplan, wenn es effektiv eine Infektion dann gibt. Es braucht Ausbildung der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter müssen also wissen, wie haben sie sich zu verhalten, was müssen sie tun, um möglichst hohe Hygienestandards einzuhalten. Es braucht ein eigenes Covid-Management, das heißt, jemand im Betrieb muss Bescheid wissen, was in verschiedensten Fällen zu tun ist, was also zu tun ist, wenn ein Verdachtsfall da ist, wenn ein bestätigter Fall da ist,
muss wissen, was zu tun ist in der Küche, was zu tun ist beim Empfang, also wie Hygienebestimmungen auch eingehalten werden. Also es braucht insgesamt einfach eine Koordination der Maßnahmen. Es braucht eine Information der Gäste. Das heißt, es braucht ein durchgehendes Informationssystem im Betrieb für die Gäste. Es braucht klare Regeln, was Social Distancing, also Abstand halten und Hygiene angeht. Und es braucht klare Präventionsmaßnahmen und Kontrollmaßnahmen, wie zum Beispiel Handhygiene, wo immer es möglich ist, hohe Lüftungsraten. Das dürfte im Sommer ja kein allzu großes Problem sein, das ist ein größeres Problem wahrscheinlich im Winter. Das Verwenden von Masken überall dort, wo es möglich ist, verstärktes Reinigen und Desinfizieren der Räume. Das heißt, die Kommission macht einfach grundsätzlich, stellt die Punkte fest, die notwendig sind, damit Gäste sicher vor Ort auch sich aufhalten können. Und dann gibt es noch einen langen Anhang, mit dem wieder unsere Agentur in Stockholm das alles ein bisschen genauer ausführt. Damit aber der Theorie genug. Es gibt dann noch zwei weitere Dokumente, die ich jetzt nicht vorstellen werde, weil das dauert dann alles zu lang. Das ist einmal die Frage der Transportsysteme. Da ist ja vor allem der Flugverkehr, ist für uns vielleicht nicht das Wichtige oder sicher nicht das wichtigste Thema. Aber wenn man sich andere Destinationen im Süden Europas vorstellt, wo alle Gäste de facto mit Flügen kommen müssen, solange es keine Flüge gibt, können die auch nicht starten. Also einen Weg, wie man Flüge und Züge wieder auf den Weg bekommt. Und dann ein weiteres Dokument, das vielleicht auch nicht ganz unser Thema ist, und zwar, wie geht man mit Stornierungen um? Wie kann man den Kunden Voucher anbieten? In welcher Form kann man Voucher anbieten? Wie kann man auch den Kunden garantieren, dass wenn zum Beispiel eine Fluggesellschaft einen Voucher anbietet und nachher bankrott geht, dass der Kunde sicher ist, dass er dann dennoch die Leistung bekommt, dass es eher mit dieser ganzen Gutscheinpolitik zu tun. Also das zusammengefasst, das, was die Kommission gestern verabschiedet hat, und da kann man jetzt aus meiner Sicht sagen, okay, das könnte konkreter sein, da könnten vielleicht mehr Daten drinnen stehen, aber die Grundelemente, wie man den Tourismus wieder anschiebt, sind da im Grunde drin. Jetzt einen großen Sprung zu dem, was auf einer anderen Bühne, und zwar in Berlin, gestern passiert ist. Ich komme nicht drum herum, ein bisschen kritisch zu sein, vor allem über die Vorgangsweise. Also ich glaube, dass es nicht sehr sensibel war, diese Pressekonferenz de facto zeitgleich zu machen mit dem Beschluss der Kommission in Brüssel. Ich glaube, das ist irgendwo auch eine Briskierung der Kommission. Muss ich mir vorstellen, es wird auf einer Seite eine Roadmap vorgestellt, wo ein gemeinsames europäisches Vorgehen angemahnt wird, und genau zeitgleich macht der deutsche Bundesinnenminister eine Pressekonferenz, wo er sagt, dass es eine bilaterale Einigung von Deutschland, dem logischerweise begehrtesten Tourismusmarkt in Europa, mit einigen Ländern gegeben hat und andere Länder dezidiert ausgeschlossen werden. Das hat logisch vor allem in unserem Land, in Südtirol, für sehr viele Diskussionen berechtigterweise gesorgt. Jetzt kann man sagen, okay, das kann man ja auch als einen ersten Schritt Deutschlands, Österreichs, der Schweiz in die richtige Richtung empfinden. Logischerweise braucht es bei diesen Öffnungen auch bilaterale Abkommen, weil jede Grenze ist eine bilaterale Grenze. Die Grenze zwischen Deutschland und Österreich, zwischen Deutschland und der Schweiz, zwischen Österreich und der Schweiz, auch zwischen Österreich und Italien sind bilaterale Grenzen. Und Österreich, Deutschland und die Schweiz haben den ersten Schritt gemacht. Ich glaube persönlich, man hätte beim Timing ein bisschen mehr Rücksicht auf gesamteuropäische Entscheidungen nehmen können. Das zum politischen Aspekt des Ganzen. Zum inhaltlichen aber ist es schon so, dass diese Entscheidung zumindest in einigen Punkten dem Papier der Europäischen Kommission nicht nachkommt. Und vor allem aus unserer Sicht muss man sagen,
ich hätte mir eigentlich schon und ich wünsche mir, es bleibt ja noch Zeit, es bleibt dann einige Wochen Zeit, jetzt noch bis zum 15. Juni. Ich denke, wir brauchen, so wie die Kommission anmahnt, eine regionale Betrachtung des Ganzen. Das heißt, gerade in einem Staat wie Italien oder Spanien, aber bleiben wir bei Italien, wo wir dazugehören, wo wir Gebiete haben mit, haben und hatten mit sehr, sehr hohen Infektionsraten, leider. Und andere Regionen haben, die entweder kaum betroffen waren. Wir haben in Italien Regionen, wo es wenige hundert Infektionsfälle gegeben hat und kaum Todesfälle. Und wo es andere Regionen, da gehören wir sicher dazu, die eine nicht gute Situation hatten, die aber inzwischen imstande waren, die Situation halbwegs in den Griff zu bekommen und relativ gute Infektionsraten jetzt wieder haben, die kann man nicht alle gleich sehen. Und da ist dieses regionale Denken, das die Kommission anmahnt, durchaus wichtig. Und ich denke, das müssen wir auch in unseren Gesprächen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz in den nächsten Tagen einfach unterstreichen, dass wir uns hier einen regionaleren Ansatz gewünscht hätten und wünschen. Es hat übrigens gestern abends bereits eine Videoschaltung mit der österreichischen Tourismusministerin und dem deutschen Staatssekretär für Tourismus Paris gegeben, an der ich auch teilgenommen habe und wo wir genau das eben angemahnt haben. Aber für ein eventuelles Hineinspringen Südtirols in dieses Abkommen und ich glaube, die Offenheit zumindest von Österreich und Deutschland war gestern Abend spürbar, braucht es natürlich auch Italien. Denn jedes Abkommen ist ein bilaterales Abkommen. Wir Südtiroler können das Grenzmanagement am Brenner nicht bestimmen. Wir können Quarantänebestimmungen in Italien nicht einseitig lockern. Das heißt, wir brauchen eine aktivere Regierung in Rom. Und wenn ich mir angeschaut habe, wie der italienische Ministerpräsident auf die Ankündigung Deutschlands reagiert hat, dann halte ich es schlichtweg für einen Skandal. Ministerpräsident Conte hat gesagt, hat sich überhaupt nicht mit der Frage auseinandergesetzt, müssen wir Tourismus wieder anschieben? Und aus Sicht eines italienischen Ministerpräsidenten wäre wahrscheinlich gut beraten, sich diese Überlegung zu machen, wissen, dass vor allem im Süden des Landes Regionen sind, die vom Tourismus sehr stark abhängig sind und kaum Covid-Fälle gehabt haben. Damit hat er sich überhaupt nicht beschäftigt. Er hat in der Pressekonferenz gestern gesagt, ganz Europa muss mehr oder weniger zubleiben, bilaterale Abkommen werden wir nicht akzeptieren und sonst treten wir aus der Europäischen Union aus. Das ist genau das gleiche Verhalten, das wir in Südtirol bereits in den letzten Tagen, wo es um unser Landesgesetz gegangen ist, erlebt haben, einer italienischen Regierung, die absolut passiv agiert, die alles geschlossen halten möchte und die dann hofft, dass irgendjemand den Schaden bezahlt. Entweder neue italienische Schulden oder die böse Union, Europäische Union, den Schaden übernimmt. Und das, glaube ich, persönlich ist derzeit für uns das größere Problem. Also ich habe derzeit den Eindruck, dass die Gespräche mit Deutschland und Österreich wahrscheinlich einfacher sind als die Gespräche mit Italien, wenn es darum geht, dass wir regional unseren eigenen Weg gehen könnten, dass wir also Regionaltourismus wieder öffnen könnten. Und wir müssen jetzt parallel beides tun. Ich hatte den Eindruck gestern und heute, wir denken sehr stark nur an diesen deutsch-österreich-schweizerischen Part. Wir müssen auch an Italien denken, wir müssen auch auf die italienische Regierung Druck machen, dass wenn es uns gelingen sollte, mit Österreich, Deutschland und der Schweiz ein Abkommen zu machen, dass wir das dann auch durchführen können und dass wir dann nicht am Brenner Grenzpolizisten wiederfinden und in Südtirol Quarantäneauflagen haben, weil dann werden die Gäste ganz einfach nicht kommen. Niemand will in ihrem Hotel eine 14-tägige Quarantäne durchstehen, sondern die Leute wollen Urlaub machen. Das vielleicht noch zwei Minuten, Michael, wenn du mir die gestehst, zu einem ganz anderen Thema. Das ist die Frage der Reisefreiheit der Mitarbeiter. Die wird ja auch wichtig, wenn sie wieder Mitarbeiter brauchen. Da ist es ja so, dass
dass die Europäische Kommission bereits am 30. März eine Kommunikation veröffentlicht hat, wo sie die Mitgliedstaaten auffordert, dafür zu sorgen, dass tägliche Grenzpendler, und da haben wir Zehntausende in Europa, auch in Südtirol viele und in Tirol viele, über die Grenze fahren können, dass aber auch saisonale Mitarbeiter in Europa reisen müssen oder dürfen müssen. In dieser Kommunikation ist wenig vom Tourismus die Rede. Das war vom 30. März auch nicht das große Thema. Tourismus hat es keinen gegeben. Es ist vor allem von der Landwirtschaft die Rede, aber das Thema ist ungefähr das gleiche. Die Staaten müssen das jetzt auch zulassen. Und da hat sie in den letzten Tagen ein bisschen was getan. Ich erlebe das ja auch in der Landwirtschaft, wo ich sehr involviert bin. In der Landwirtschaft brauche ich das dringend, Saisonarbeiter. Einige Staaten lassen sie jetzt durchreisen. Ungarn zum Beispiel hat einen Korridor aufgemacht. Da wird sich also jetzt schon in den nächsten Tagen einiges tun. Einiges hat sich schon getan, wird sich einiges noch tun. Ich glaube, wenn man so einen Saisonstart Mitte Juni in Betracht zieht, da dürfte sich für europäische Saisonskräfte dieses Thema weitestgehend lösen. Was sich nicht lösen wird, ist die Frage der Menschen, die von außen, also aus Nicht-EU-Staaten kommen. Und mir ist bewusst, dass gerade der Tourismus im Unterschied zur Landwirtschaft viele Menschen hat, die im Tourismus arbeiten und die Nicht-EU-Bürger sind. Ich glaube, dass wir als Nicht-EU-Bürgern in diesem Sommer keine Gäste bekommen werden. Also da ist die Europäische Kommission übrigens auch sehr klar, sagt, wir müssen zuerst den Schengen-Raum wiederherstellen und dann denken wir über die Außengrenzen der Europäischen Union nach. Ich glaube, Gäste aus Russland, aus China und aus Japan, ich sage es sehr salopp, die müssen wir uns wahrscheinlich in den nächsten Monaten abschminken. Und ich glaube auch, dass der Fluss an Mitarbeitern aus den EU-Staaten in den nächsten Wochen weitgehend wieder funktionieren wird. Mit Menschen aus den Nicht-EU-Staaten wird es schwieriger werden. Ich belasse es, Michael, vorerst mal dabei. Hotels kommunizieren Mitte Juni, andere Ende Juni, einige für Südtiroler Gäste öffnen auch schon Ende Mai. Nun ist es jetzt aber so, kannst du uns einen Funken an Hoffnung geben, ob eine Öffnung der Grenzen zu unseren wichtigsten Märkten innerhalb Juni realistisch ist? Ja, das wäre logisch. Also das ist die ganz große Frage, die ich auch, wo ich die Antwort teuer verkaufen könnte. Ich glaube, was das einzige Datum, das wissen Sie auch, was relativ sicher ist inzwischen, ist die Bewegungsfreiheit innerhalb Italien. Das ist ja auch wichtig. Da scheint es so zu sein, dass sich dieses Datum 1. Juni jetzt festfährt. Also bisher, wir haben ja noch weitgehend Reisebeschränkungen innerhalb von Italien selber. Das heißt, man darf nicht von einer Region in die andere fahren. Der italienische Markt wird wohl zu Ende Mai, Anfang Juni geöffnet werden. Ich sage, unser politisches Ziel muss es sein, aber das ist das politische Ziel, dass wir dieses Datum, das die deutsche Bundesregierung gestern vorgegeben hat, 15. Juni, dass wir dieses Datum auch erreichen. Das ist derzeit unser Ziel. Das haben wir gestern auch sehr deutlich der österreichischen Ministerin Köstinger und dem deutschen Staatssekretär gesagt, unser Ziel ist, dass wir mit diesem Datum mit von der Partie sind und nicht die Idee, die dort so ein bisschen ist, ja, Italien schauen wir dann ein paar Wochen oder wann auch immer später. Also das muss das Ziel bleiben, das muss das Ziel unserer Arbeit in Rom und das muss auch das Ziel gegenüber Wien und Berlin sein.
Es ist es so, dass solche Nachrichten, wie wir sie gestern bekommen haben, die lösen ja regelrechte Stornierungswellen los. Wir haben das von verschiedenen Kunden gehört. Wir haben das auch in unseren Systemen südtirolweit beobachtet. Ich gebe dir stellvertretend von den Hoteliers einfach wirklich den Appell, hier ist absolut dringender Handlungsbedarf. Wir müssen wirklich schauen, gerade auch was die Zusammenarbeit mit Italien betrifft, aber dann auch mit unseren Quellmärkten, dass wir hier eine Lösung finden, weil andernfalls droht uns wirklich auch der gesamte Sommer wegzubrechen. Und ich glaube, was das für die Wirtschaft nicht nur hier in Südtirol bedeutet, das, glaube ich, ist uns allen auch klar. Und hier bitte wirklich auch, dass du es deinen Kollegen von uns allen weitergibst. Wir wissen, dass hart gearbeitet wird. Wir wissen auch, dass nicht alles, was in der Presse steht, immer gleich für bare Münze genommen werden muss. Aber es ist uns eigentlich einfach ein großes Herzensanliegen, das wirklich auch nochmal in aller Klarheit und Deutlichkeit zu sagen. Herr Hölzl schreibt sehr geehrter Herr Dorfmann, ich wollte Sie bezüglich der gesetzlichen Lage an der Brennergrenze fragen. Kann Österreich einen deutschen Staatsbürger überhaupt die Ausreise aus Österreich am Brenner verbieten? Das ist genau die Frage, die ich gestern Elisabeth Köstinger, also der österreichischen Ministerin, auch gestellt habe. Ich sagte, okay, wie wollt ihr das machen? Wollt ihr rigoroser sein, als ihr es derzeit seid? Weil derzeit ist es ja so, wenn ich, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich muss das nämlich derzeit auch mit dem Auto so machen, auf meinem Weg von Brüssel wieder nach Hause. Wenn ich an die deutsch-österreichische Grenze komme, dann muss ich ein Papier unterschreiben, indem ich erkläre, dass ich durch Österreich durchfahre, in Österreich nicht stehen bleibe und dann kann ich nach Italien einreisen. Und übrigens gibt es in der Einreise im Regelfall am Brenner von Österreich nach Italien ja auch keine Kontrollen mehr. Wenn man also jetzt sich die Grenze in Kufstein, die Grenzkontrolle in Kufstein wegdenkt, die dann am 15. Juni nicht mehr sein wird, was bedeutet das dann? Was bedeutet das dann, dass Österreich am Brenner kontrolliert und sagt, okay, du bist ein deutscher Staatsbürger, du fährst zur Lust und Laune nach Südtirol und nicht aus dringenden Arbeitsgründen und deswegen lassen wir dich nicht drüber fahren? Das wäre eine Möglichkeit, aber das kann nicht die deutsche Bundeswehr, müssen die, das ist in Österreich, italienische Grenze. Oder was logisch gefährlicher ist, und vielleicht auch eine Lösung des Problems darstellt, ist, dass die deutsche das Deutschland sagt, okay, wenn du aus Südtirol zurückkommst, dann musst du eine Quarantäne bei mir machen. Das wäre aber auch ein Teil der Lösung. Das habe ich gestern auch dem deutschen Staatssekretär vorgeschlagen. Ich sage, okay, man könnte es ja so machen, zu sagen, Rückkehrer aus Italien, aus bestimmten Regionen in Italien sind zur Quarantäne verpflichtet, wenn sie in schwierigen Gebieten waren. Wenn sie aber in Gebieten waren, und das lässt sich ohne weiteres nachweisen, weil an und für sich muss man sagen, okay, wenn man regional denkt, was macht man dann, eine Grenze in Saloon oder eine Grenze am Gardasee? Wenn man also regional denkt, dann könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass zum Beispiel die deutsche Bundesregierung sagt, okay, du darfst nach Italien fahren, sofern du dich im Trentino Südtirol aufgehalten hast und mir erklärst, dass du nur dort warst. Und es ist zum Beispiel ja mit Hotel, mit Meldungen der Hotels ohne weiteres auch machbar und auch kontrollierbar, dann brauchst du die Quarantäne nicht machen. Das heißt, wenn es ein regionales Denken gibt, dann müssen wir uns ja auch überlegen, wie kann dieses regionale Denken funktionieren, nachdem es ja zwischen den Regionen keine Grenzen gibt. Und das wäre, glaube ich, durchaus ein Lösungsansatz in dem Ganzen. Der Herr Niederhofer Wolfgang schreibt uns, ist der Druck der EU-Kommission in Richtung Öffnung des Schengen-Raums ausreichend? Der ehemalige Kommissionspräsident Juncker hat sich diesbezüglich ja bereits kritisch geäußert. Als Tourismustreibender läuft die Zeit davon. Eine Öffnung der Grenzen im Laufe des Junis bedeutet ja nicht, dass man im Juli loslegen kann. Es braucht Planungssicherheit, die derzeit völlig fehlt. 15. Juni wäre in der Tat eine Art Deadline, um die Saison einigermaßen zu retten. Ist der Druck der EU-Kommission hoch genug? Naja, zur Stellungnahme von
Ex-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Da kann man natürlich auch seine Meinung dazu haben. Ich habe mit Jean-Claude Juncker mehrmals auch eine sehr deutliche Aussprache gehabt. Es ist ihm selber in seiner Amtszeit nicht gelungen, die jahrelangen Grenzkontrollen, zum Beispiel in Kufstein nach der Migrationskrise, aufzuheben. Ich habe ihm mehrmals gesagt, es ist jetzt endlich genug. Also wir haben am Brenner 3 Jahre lang Grenzkontrollen gemacht, obwohl sich kein einziger Flüchtling mehr blicken hat lassen. Also ich halte es jetzt auch nicht für sehr elegant, wenn ein ausgeschiedener Kommissionspräsident, den Präsident, da jetzt nachkartet, um es mal sehr südtirolerisch zu sagen. Aber die Befürchtung ist schon, dass die Kommission nicht ausreichend Druck auf die Staaten macht, damit ihre Vorlagen auch eingehalten werden. Das ist übrigens Teil meines Jobs hier, wo ich halt versuche, auch mit Kolleginnen und Kollegen, die ähnliche Interessen haben, hier auch Druck zu machen. Man muss sagen, das Thema ist schon 1A-Priorität in Brüssel, um das so zu sagen. Man muss sich ja vorstellen, der Tourismus ist nicht eine Südtiroler Sache. Der Tourismus ist eine für viele Regionen in Europa eine überlebenswichtige Frage, zum Teil für Regionen, welche sich in einer tiefen Krise befunden haben in den letzten Jahren und die sich über den Tourismus wieder hochgerappelt haben. Ich habe gerade heute Vormittag lange mit spanischen Kollegen geredet. Oder wenn man sich zum Beispiel eine griechische Insel vorstellt, wenn dort kein Tourismus stattfindet im Jahr 2020, dann kommt erstens die nächste Saison nicht im Winter 2020, sondern die nächste Saison kommt im Sommer 2021. Man würde also großflächige Arbeitslosigkeit riskieren und großflächige Armut in diesen Regionen. Und deswegen aus diesen Regionen kommt natürlich schon ein extremer Druck, jetzt Dinge auch möglich zu machen. Und deswegen wundere ich mich auch über diese totale Passivität in Italien. Italien müsste doch ein Interesse haben, zu sagen, okay, dann suchen wir Lösungen. Wenn es zwischen Österreich und Deutschland ein Agreement gibt, dann reden wir mal mit Österreich und zwischen den Staaten und versuchen, wie wir uns in das Ganze auch einklinken können. Aber wie gesagt, ich komme nicht drum herum, da sehr kritisch gegenüber dem zu sein, was hier momentan derzeit passiert. Mehrere Teilnehmer fragen, ob in diesen Gesprächen auch serologische Tests eine Rolle spielen. Also wenn ich praktisch über die Grenze fahre und einen Nachweis erbringe. Also die soweit ich weiß, in dem Abkommen, das zwischen Österreich und Deutschland zumindest gestern verkündet worden ist, ist davon nicht die Rede. Ich denke halt auch, man muss da im Moment schauen, dass die Kommission sagt in ihrer Kommunikation, die Region, also die Tourismusregion muss eine ausreichende Testkapazität haben. Ich denke halt, man muss auch ein bisschen schauen, was sind die Gäste bereit zu tun. Und da haben sie mehr Gefühl, als ich es habe. Ich denke halt, ein Gast, der für wenige Tage, für ein verlängertes Wochenende, für eine kurze Woche, und das sind halt viele in Südtirol, von München zu uns kommt, wenn der oder die mit großem Aufwand Tests machen muss, wird er dann kommen oder wird er sich dann eher nicht entscheiden? Also ich glaube, man muss da auch sagen, Tourismus ist logisch etwas anderes als Arbeit. Also Arbeit muss man halt machen und manche machen es lieber, manche machen es unlieber. Aber Tourismus, Reisen tut man wahrscheinlich nur, wenn es Freude macht. Und Menschen verreisen dann, wenn sie es gern tun, wenn sie Freude daran haben. Und ich glaube, wir müssen alles dafür tun, dass sie auch mit Freude verreisen können. Sonst werden wir die für uns notwendige Anzahl an Touristen nicht auf den Weg bekommen. Zwei Fragen zu den Mitarbeitern. Was ist mit Mitarbeitern aus Nicht-EU-Staaten, die Südtirol nie verlassen haben, die während des Lockdowns quasi hier geblieben sind? Dürfen diese trotzdem arbeiten? Ja, da hat es ja in Italien Regelungen gegeben. Das heißt, es hat eine Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung gegeben. Ich glaube auch, dass man da einfach ein bisschen politischen Druck machen muss, dass es eine weitere Verlängerung gibt, sofern Aufenthaltsgenehmigungen ablaufen. Da muss man sich also die einzelnen
Mitarbeiter einfach anschauen, also inwiefern die nur saisonal beschränkte Aufenthaltsgenehmigungen haben oder längerfristige Aufenthaltsgenehmigungen. Also es ist eher einfach eine Frage des rechtlichen Status des Mitarbeiters, ist keine epidemiologische Frage. Wenn ein Mitarbeiter, ein Mensch in Südtirol, im Trentino, in Italien war, dann ist er genau gleich zu behandeln als jeder andere Staatsbürger auch. Wie gesagt, wenn es da größere Probleme gibt mit Aufenthaltsgenehmigungen, dann war die italienische Regierung da eigentlich in den letzten Wochen immer sehr flexibel, zumindest die Leute, die da sind, auch da zu behalten und Aufenthaltsgenehmigungen im Zweifelsfall zu verlängern. Müssen Mitarbeiter aus der Slowakei, wie angedroht, wenn sie kommen, wirklich 14 Tage in die Quarantäne gehen, wenn sie zu uns kommen? Ja, derzeit ist es so. Nicht nur aus der Slowakei, also bei uns in Italien muss ja derzeit jeder Bürger, also jeder Mensch, der nach Italien einreist und länger als 3 beziehungsweise verlängerbar 5 Tage in Italien bleibt, in die Quarantäne. Auch ich selber habe 14 Tage Quarantäne über Ostern gemacht, also da gibt es keine Ausnahme. Ich habe auch da vorgeschlagen, vor allem was die Landwirtschaft betrifft, das ist jetzt im Tourismus sicher deutlich schwieriger. In der Landwirtschaft gesagt, könnte man eine Art, ich habe das aktive Quarantäne genannt, also eine Situation, wo Menschen arbeiten, aber nicht in Kontakt mit Bürgern, also mit anderen Menschen. In der Landwirtschaft wäre das relativ einfach, also oder in vielen Fällen relativ einfach. Im Tourismus ist mir bewusst, ist das schwieriger. Das heißt, dass ein Kellner zum Beispiel, der arbeitet dann halt im Restaurant, der kann nicht abgeschottet sein von anderen. Da glaube ich, brauchen wir einfach auch eine Veränderung der Quarantänebestimmungen, aber die brauchen wir sowieso, weil wenn die Quarantänebestimmungen so bleiben, dann kommen die Gäste ja auch nicht. Ich meine, kein Gast wird kommen, um 14 Tage Quarantäne im Hotel zu machen. Das heißt, wir brauchen Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall, dass wir die Quarantänebestimmungen, die derzeit gelten, bis, sagen wir mal, bis zum 15. Juni abändern. Sonst können wir uns sowohl die Gäste als auch die Mitarbeiter abschminken. Nur eine kleine Information, das ist keine Frage. Die Menschen wollen reisen und würde gerne einen Test machen, habe Reisebüroerfahrung und Kundengespräche in den letzten 2 Monaten geführt, schreibt Frau Bridi uns. Herr Dorfer schreibt, könnte man nicht Korridore öffnen von Südtirol bis Venedig, Venetien? Denn ich denke, nur Südtirol wird Italien sicher nie und nimmer akzeptieren. Ich glaube, wir haben, wie ich vorher gesagt habe, wir haben 2 Fronten. Wir haben die, Front, was ich so sagen will, die Arbeit auf Deutschland und Österreich zu tun mit der Schweiz. Und ich möchte halt da schon auch deutlich sein, in dieser Krise sollten wir uns nicht von protektionistischen Gedanken leiten lassen. Ich erlebe, dass in manchen Sektoren, auch im Tourismus, auch in der Landwirtschaft zum Beispiel, in der Lebensmittelindustrie und in der Lebensmittelverteilung derzeit sehr protektionistisch gedacht wird. So essen wir nur mehr die Produkte von zu Hause, die Gäste behalten wir bei uns, die Italiener sollen bei uns Urlaub machen und bekommen dann auch noch einen Gutschein, wenn sie in Italien Urlaub machen. Das ist natürlich alles ein sehr protektionistisches Denken und ich sage es einmal sehr offen, ein Verhalten eines Staates zu sagen, in dem Fall Österreich und der Schweiz, zu sagen, okay, ich öffne den interessantesten Markt Deutschlands und schöpfe da halt ein bisschen den Rahmen ab. Es ist halt auch nicht sehr elegant. Also, und ich hoffe nicht, dass das dahinter steckt. Ich habe gestern schon den Eindruck gehabt in den Gesprächen, die wir hatten, dass es ein ehrliches Bemühen der politischen Vertreter gibt, zu sagen, wir schauen uns die Situation in Südtirol, in Trentino an, ist ja vor allem das Thema Gardasee logisch auch, das sehr leidet unter der derzeitigen Situation, Hochsaison zurzeit. Im Veneto wird es logisch ein bisschen schwieriger, das ist eine Region, die von was die Infektionsraten angeht, nicht so gut dasteht. Das ist eine der 2 Regionen, die mit die größten Probleme hatte, aber logisch, je mehr wir Witzstreiter auch in Italien finden, umso besser. Ich hoffe, aber das bleibt wahrscheinlich eine Hoffnung, dass es auch aus Süditalien Druck gibt. Dort werden ja typische
Urlaubsdestinationen mit sehr guten Fallzahlen, aber dort ist leider die Passivität auch größer als die Aktivität. Was ist jetzt, wenn jetzt ein Gast Ende Mai, Anfang Juni einfach trotzdem kommt? Was kann im schlimmstenfalls passieren? Ja, ich glaube, wenn ein Gast derzeit kommt, dann muss er, wenn er die Dinge richtig macht, muss er 14 Tage in Quarantäne. Das ist die derzeitige Bestimmung. Sonst an und für sich, logischerweise, passiert ihm, wenn man es so sagen will, nichts. Das heißt, er kann, sofern es ihm gelingt, in irgendeiner Form in Italien einzureisen, kann er selbstverständlich in einem Hotel übernachten. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, wenn man realistisch ist, muss man sagen, Tourismus läuft ja nicht über Ausnahmesituationen. Hotels brauchen Gäste. Wenn sie nicht eine bestimmte Anzahl an Gästen haben, dann ist auch besser, wahrscheinlich wirtschaftlich besser, wenn sie geschlossen bleiben. Das heißt, brauche ich eine bestimmte Mindestbuchung und die wird nicht erreichbar sein mit irgendwelchen Zufallsgästen oder irgendwelchen Abenteurern, die sich über die Grenze schmuggeln und die dann Quarantänebestimmungen nicht einhalten. Wir brauchen einen rechtssicheren Raum und das sieht man ja auch heute schon in der deutschen Presse, wo jetzt gesagt wird, was sind die Länder, in die du hinfahren kannst, was sind die Regionen, in die du hinfahren kannst. Muss uns logisch alle bewusst sein, dass damit Tag für Tag, wo diese Botschaft aufrecht bleibt, das für uns nicht gut ist. Gibt es Termine oder Überlegungen, wann die Flugreisen im EU-Raum wieder möglich sind, zeitgleich mit der Öffnung oder später, immer von Italien ausgesprochen? Ja, weil wir vorher gesagt haben, inwieweit kann Deutschland die Grenze zu Italien mitbestimmen. Im Flugverkehr kann sie das. Also der Flieger startet in München oder in Berlin und landet irgendwo in Italien. Und da kann dann logisch schon Deutschland sagen, okay, diesen Flieger lasse ich entweder nicht fahren oder ich mache besondere Kontrollen, wer da mitfährt und so weiter. Ich glaube, das hängt halt auch ganz maßgeblich davon ab, inwieweit Reisen wieder möglich ist. Das heißt, wir sind derzeit in Europa im Flugverkehr in einer absoluten Notsituation. Wir haben ganz, ganz wenige Flüge, die noch da sind. Aber die Fluggesellschaften werden erst dann wieder Flüge anbieten, wenn sich eine bestimmte Anzahl an Kunden auch wieder findet. Ryanair zum Beispiel hat ja in den letzten Tagen angekündigt, zum 1. Juli wieder mit 40% der Kapazität fliegen zu wollen. Das bedeutet also, dass man doch davon ausgeht, dass bis dahin zumindest diese 40% Kapazität wieder da ist. Sonst würde ein Carrier wie Ryanair nicht fliegen. Die fliegen nicht mit 3 Leuten an Bord. Alle anderen, die heute noch fliegen, fliegen logisch mit großen Defiziten, weil ganz wenige Menschen an Bord sind. Aber ich glaube, die Flugreisen werden dann wieder starten, sobald auch Reisen wieder möglich ist. Flugreisen sind übrigens wie auch Zugreisen nicht ganz so problematisch, weil Social Distancing, also Abstand halten, logisch in einem Flugzeug und in einem Zug nicht ganz so einfach ist. Könnte dem Gast die Rückreise in sein Herkunftsland verweigert werden? Nein, verweigert wird es ihm wahrscheinlich nicht. Also, aber wir haben derzeit Sanitätsregelungen, Quarantäneregelungen, die überhaupt nicht abgestimmt sind. Ich mache einfach immer ein Beispiel, persönliches Beispiel. Also wenn ich derzeit alles richtig machen will und ich fahre von mir zu Hause in Feldurns, in der Nähe von Bayerdorf bei Ihnen, bei euch, fahre dann nach Innsbruck und bleib dort ein paar Tage und fahre wieder zurück oder bleib dort zum Beispiel 2 Wochen und fahre wieder zurück zu mir nach Feldurns, dann bin ich einen Monat lang in Quarantäne. 14 Tage in Innsbruck und 14 Tage wieder zu Hause. Wenn ich aber von Palermo oder von mir zu Hause nach Palermo fahre und wieder zurück, dann bin ich keine einzige Stunde in Quarantäne. Und das zeigt ja auch schon die Absurdität heutiger Regelungen. Das heißt, ich kann in Italien in den größten Infektionsherd hineinfahren, in der Lombardei, kann ich ohne weiteres wieder zurückfahren, darf zwar nicht, weil es immer noch Reisebeschränkungen innerhalb von Italiens gibt, aber nicht einmal die Quarantäneregelungen sind untereinander abgestimmt. Das heißt, im Grunde, wenn heute jemand zu uns kommt, dann muss er bei uns Quarantäne machen, muss sie wieder machen, sobald er zurückkommt. Genau. Aber wie gesagt, diese Quarantänemaßnahmen sind auf jeden Fall
das Auflockern dieser Quarantänemaßnahmen sind eine Conditio sine qua non, um Reisen wieder möglich zu machen. Aber Herbert, kannst du verstehen, momentan die Menschen, die werden richtig zornig auch auf diese ganzen unterschiedlichen Maßnahmen und vor allen Dingen auch zornig auf die EU. Und irgendetwas muss hier passieren. Und diese Alleingänge von einzelnen Staaten, dieses verschiedene Regelungen haben, das ist einfach sehr, sehr kontraproduktiv. Und ich lese gerade hier auch wirklich auch auf verschiedene Meldungen, die eingehen. Da ist wirklich fast jede zweite ein sich verwundern, und das ist jetzt noch gelinde ausgedrückt, über die Arbeitsweise der EU. Was sagst du zu solchen Menschen? Ja, das ist mir natürlich vollkommen bewusst, und andererseits muss ich aber sagen, ich habe deswegen auch vorher gesagt, wenn man sich den gestrigen Tag angeschaut hat, dann ist das zum Teil schon sehr deprimierend. Also wenn Staaten, die immer so tun, als wären sie sehr EU-freundlich sozusagen, und auch Regierungen dann derartiges Handeln an den Tag legen, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn der europäische Gedanke nicht funktioniert. Ich meine, die Frage, ob die Europäische Union funktioniert oder nicht, hat mit Effizienz in Brüssel zu tun. Auch dort gibt es durchaus Verbesserungsbedarf. Das hat auch die Covid-Krise gezeigt. Die hat aber vor allem auch damit zu tun, inwiefern die Mitgliedstaaten diese Zusammenarbeit in Europa auch respektieren oder überhaupt wollen. Mhm. Und wenn sie ganz bewusst sabotiert wird, das heißt, wenn ganz bewusst, und ich meine, niemand sagt mir, dass der gestrige Termin, die gestrige Pressekonferenz in Berlin zufällig gestern stattgefunden hat. Die hätte man genau gleich gut heute oder morgen machen können und sagen können, bei dem, was die Kommission vorgeschlagen hat, bei den Grenzöffnungen, machen wir jetzt einen ersten guten Schritt nach vorne. Das hätte ein vollkommen anderes Bild abgegeben. Aber so war es halt nicht. Und da ist mir schon bewusst, dass wir ein bisschen Schuld hin und her schieben zwischen Hauptstädten und Brüssel. Aber auch für uns in Brüssel ist es schon oft sehr, sehr frustrierend zu sehen, wie der europäische Gedanken mit Füßen getreten wird. Eine letzte Frage zu diesem Thema. Gehen wir wieder auf unseren ganz konkreten Fall. Aber wie reagiert denn die EU-Kommission aktuell auf diese Drohung Italiens, aus der EU aussteigen zu wollen, sollten die bilateralen Abkommen eben nicht zurückgenommen werden? Na, ich glaube, das hat man. Also Italien hat in den letzten Wochen hier einige Drohungen abgelassen, und ich glaube nicht, dass man das jetzt in dem Sinne unbedingt ernst nimmt. Also ich glaube, es ist eher so ein Hinweis, wie unterschiedlich die Positionen in Europa derzeit sind. Gerade in dieser Krise und eine vollkommen unterschiedliche Haltung, Erwartungshaltung gegenüber der Europäischen Union ist. Vielleicht zu Recht, da würden sich manche Staaten, auch wir, wünschen, dass die Europäische Union stärker auf Öffnung drängt. Muss sich aber bewusst sein, dass wir hier Staaten haben, wie eben Italien oder auch Spanien. Ich meine, Spanien hat vor 3 Tagen die Quarantänemaßnahmen verschärft. Das ist ein Land, zu dem Mallorca, Ibiza und die Kanarischen Inseln gehören und die gesamte spanische Küste. Mit der klaren Botschaft nach Brüssel, hier wird es Schäden geben, und die Schäden musst du dann bezahlen über Corona-Bonds, über einen Recovery-Fund, whatever. Und das zeigt halt auch ein bisschen das ganze Dilemma auf, dass einfach mit vollkommen unterschiedlichen Erwartungshaltungen da gestartet wird. Ich hoffe wirklich, und das ist das Ziel, was wir hier haben, dass diese Roadmap, die Kommission hier vorgestellt hat, dass erstens die Kommission darauf besteht, dass das jetzt auch durchgeführt wird, und dass zweitens die Staaten auch auf diesen Weg einlenken und diesen Weg dann in den nächsten Wochen gehen. Ein Hotelier spricht Sie ganz konkret an. Herr Dorfmann, wenn Sie an meiner Stelle wären, das heißt Hotelier im Meraner Raum mit geplanter Hoteleröffnung Ende Juni, wie würden Sie aktuell weiterplanen? Ja, das ist logisch schwierig. Also ich persönlich glaube, und mir ist auch da bewusst, wir haben in Südtirol ja vielleicht so 2 Hälften, das ist ein bisschen grob gesagt vielleicht, aber wir haben eine östliche Landeshälfte, für die der italienische Gast schon auch eine Alternative ist, wo also, wenn ich mir das in,
in meiner Umgebung anschaue, Grünalta Padia, Pustertal und so weiter, logischerweise italienische Gast einen sehr hohen Anteil ausmacht. Und wir haben die westliche Landeshälfte, die sehr, sehr von deutschen Gast abhängig ist, auch einzelne Formen des Tourismus, wenn ich an Privatzimmervermietung denke, an Urlaub am Bauernhof, die sehr vom deutschen Gast abhängig sind. Also ich glaube, dass der Tourismus mit dem italienischen Gast anlaufen wird, die Reisebeschränkungen dort weitgehend mit Anfang Juni aufgehoben werden. Und ich denke im Übrigen auch, dass sich vieles am Meer nicht spielen wird. Das heißt, dass klassische Angebot am Meer, alle am Strand liegen, nebeneinander, ohne Abstand, das wird sich nicht spielen. Viele andere Formen des Tourismus werden sich auch nicht spielen. Das Kreuzfahrtschiff, das durch das Mittelmeer schippert, 5000 Leute in Dubrovnik auslässt, am Abend wieder ins Kreuzfahrtschiff sperrt und in Venedig wieder herauslässt und am Abend wieder aufs Schiff bringt, auch das wird sich nicht spielen, und zwar den ganzen Sommer nicht. Insofern denke ich schon, dass wir in Südtirol auch und im Alpenraum auch eine Form des Tourismus haben, die vielleicht möglicher oder mehr möglich ist als andere Formen des Tourismus. Und das ist vielleicht auch unsere Hoffnung. Deswegen, ich glaube schon, dass wir in der ganzen Situation einen Funken Jetzt Optimismus haben. Müssten Sie mir als Hotelier Dorfmann und nicht als Politiker Dorfmann antworten. Ja, Sie haben das Hotel in Meran. Sie müssen jetzt planen, Sie müssen mit den Mitarbeitern reden. Planen Sie, Mitte Juni aufzumachen oder Ende Juni aufzumachen? Oder sagen Sie, ich werde es lieber bleiben lassen? Als Hotelier. Also ich kann nicht als Hotelier reden, weil ich mir nicht anmaße, das zu tun, was ich nicht kann und was ich nie getan habe. Ich hoffe, also ich kann nur eines sagen, wir werden als Politiker alles tun, damit Tourismus möglich wird, und ich hoffe, dass möglichst viele Tourismustreibende in Südtirol und möglichst alle die Courage haben, jetzt zu planen und aufzusperren. Also, dass auch der Hotelier Dorfmann im Finchgau sein Hotel aufmachen könnte, Mitte, Ende Juni. Ich würde es mir wünschen. Oder ich wünsche es mir, und ich kann nur sagen, ich kann meinen Beitrag dazu leisten. Ich kann das selbstverständlich nicht selber regeln. Aber von einem Politiker nicht so einfach, ein Ja oder ein Nein zu bekommen. Nein, weil ich bin es, ich bin halt nicht der Hotelier im Finchgau. Noch einmal sagen wir, ein bisschen, wir brauchen jetzt ein bisschen Zeiten. Ja? Wie glauben Sie, wird es jetzt, versuchen Sie, Ihre ganz persönliche Roadmap zu machen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird? Wir wissen, es werden jetzt Gespräche geführt auf verschiedensten Ebenen innerhalb unseres Staates, natürlich auch mit den Nachbarstaaten. Wie glauben Sie, funktioniert ein möglicher Zeitplan? Wie könnte ein solcher aussehen? Also ich glaube, dass wir uns jetzt koordinieren müssen. Wir haben verschiedene Bereiche, auf denen wir arbeiten müssen. Das ist sicher mit auch hier Brüssel als die Europäische Union. Da versuche ich meinen Beitrag zu leisten. Wir haben Rom. Wir müssen also, wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, das unterschätzen wir derzeit ein bisschen. Also wir reden viel zu viel von Deutschland und von Österreich und sind das oft nicht bewusst, dass wir auch, also Tourismus besteht nicht nur aus offenen Grenzen. Tourismus besteht auch aus einer Qualität für den Gast bei uns dann, damit hängen seine deren Maßnahmen zusammen, damit hängt auch die Möglichkeit zusammen, dass die Menschen einfach kommen können. Also wir müssen die römische Geschichte abdecken, und wir müssen dann selbstverständlich schauen, dass wir mit dem nördlichen Nachbar, vor allem mit Deutschland, ins Vernehmen kommen. Um jetzt ein bisschen konkret zu sagen, wir haben gestern auch vereinbart mit der deutschen und österreichischen Regierung, dass wir uns so eine Woche, 10 Tage Zeit geben, um konkrete Vorschläge zu erarbeiten, wie es funktionieren könnte, wie das ein Regionalmodell ausschauen könnte. Denn das ist ja derzeit das Wahrscheinlichste. Das heißt, eine Lösung, wo man sagt, Italien sperrt einfach die Grenze auf, das wird schwierig sein. Das heißt, wir müssen auf dieses Regionalmodell hinarbeiten. Da müssen wir uns überlegen, wie könnte das machbar sein.
wie könnte es auch kontrolliert werden? Wie kann man zum Beispiel Deutschland auch eine Sicherheit diesbezüglich geben? Wir haben uns eine Woche, 10 Tage Zeit gegeben, um hier ein Modell auszuarbeiten, um uns dann wieder auf dieser Ebene der Regierungen zu treffen und zu schauen, wie wir sozusagen da eine Lösung finden. Wie gesagt, immer mit dem Ziel, und das muss das Südtiroler Ziel bleiben, dass wir irgendwo so einen Zeitpunkt Mitte Juni anstreben, also Beginn der Sommersaison. Mhm. Danke dafür, das war jetzt, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir alle wissen, dass die Bestrebungen alle darauf ausgerichtet sein, dass auch wir Mitte Juni Gäste aus Deutschland, aus der Schweiz und aus Österreich empfangen können. Zu diesen gestern veröffentlichten Schriften der EU fragt Herr Gasser, sind diese vorgeschrieben oder sind diese Maßnahmen nur Vorschläge? Nein, das sind Kommunikationen, das heißt, das sind schon das sind also Aufforderungen an die Mitgliedstaaten, Pläne an die Mitgliedstaaten sozusagen, wie sie sich zu verhalten haben. Das sind zum Teil also schon sehr genaue Anweisungen, wie sie mit zum Beispiel mit unserer Agentur in Stockholm, wie sie sich ins Vernehmen zu setzen haben, was diese Agentur auch zu liefern hat, was die Europäische Union zu liefern hat. Also es sind schon nicht nur gut gemeinte Vorschläge, sondern es sind schon sehr konkrete Auflagen auch an die Mitgliedstaaten, zum Beispiel in den Grenzöffnungen, dass die Überlegungen ausschließlich objektiver Natur sein müssen, dass man sich also genau anschauen muss, wie sind die epidemiologischen Daten und so weiter. Also es sind schon klare Auflagen, welche die Europäische Union an die Mitgliedstaaten gibt. Dann eine Frage zur Schweiz. Gibt es auch Verhandlungen mit der Schweiz? Der Gast ist für uns hier in Südtirol, speziell in der westlichen Landeshälfte, natürlich auch sehr wichtig. Gibt es diesbezüglich auch Verhandlungen? Ja, was uns als Europäische Union angeht, selbstverständlich, die Schweiz ist ja Teil des Schengen-Raums. Und deshalb bei vielen Punkten, von denen wir hier reden, vor allem wenn es um Grenzöffnungen geht, dann ist die Schweiz logischerweise mit von der Partie. Ich würde mir wünschen, und ich habe da mehrere Zuschriften in den letzten Tagen bekommen, ich würde mir wünschen, dass wir auch aus Südtiroler Sicht stärker mit der Schweiz reden. Das vergessen wir manchmal ein bisschen. Wir denken oft sehr viel nur an Österreich und an Deutschland, weil es da halt auch traditionell einfach politischere Kontakte dorthin gibt. Mit der Schweiz gibt es die sehr viel weniger. Aber ich denke, wir müssen verstärkt die Schweiz auch im Blickfeld haben, gerade wenn es um Tourismus geht und den westlichen Landesteil geht, der ja sicher der Betroffenere ist als der östliche, aufgrund der Situation, die ich vorher gesagt habe, mit dem nationalen Gast, müssen wir einfach stärker auch in die Schweiz denken. Das schreiben uns mittlerweile auch Schweizer Gäste in Leserbriefen in Tageszeitungen hier in Südtirol. Genau, ich habe es gelesen, ja. Europäischer Gerichtshof, Klage an Österreich, an Deutschland und Frankreich wegen Wettbewerbsverzerrung? Ja, ich halte jetzt wenig davon, dass wir uns gegenseitig jetzt sozusagen mit Klagen überhäufen. Man kann es ja vielleicht auch positiv sehen. Es kann ja auch, die Grenzöffnungen in Europa, wie ich am Anfang gesagt habe, sind immer bilaterale Öffnungen. Weil Grenzen sind eine bilaterale Angelegenheit. Also Deutschland hat nicht eine Grenze mit Griechenland, sondern hat eine Grenze mit Österreich. Und insofern, wenn man den Menschen möglich machen will, übrigens ja nicht nur zu touristischen Zwecken, sondern auch zu anderen, von Deutschland nach Österreich zu fahren, braucht es eine bilaterale Vereinbarung. Und wenn wir das Ganze positiv sehen, vielleicht ist dieser Wurf, dieser Stein im Teich sozusagen, auch etwas, was den Teich in Bewegung bringt. Das heißt, ich habe schon auch, vielleicht bringt das auch Druck mit sich. Das heißt, diese Entscheidung dieser drei Staaten oder vier Staaten, die Grenzen zu öffnen, erhöht vielleicht auch den Druck insgesamt zu handeln, erhöht auch den Druck auf Italien. Weil, ich meine, man muss sich auch das politische Problem vorstellen, wenn sich so irgendwie, sage ich mal salopp, ein neuer Schengen-Raum im Norden Europas bildet,
dann ist das ja auch ein Problem für Italien. Also ich hoffe schon und ich bleibe ein bisschen auch Optimist, dass diese Geschichte von gestern vielleicht auch der Anlass war, dass jetzt doch Dynamik in das Ganze kommt. Und mir ist durchaus bewusst, Touristiker brauchen Planungssicherheit, Touristiker brauchen auch einen möglichst Zeitplan. Buchungen kommen ja nicht von heute auf oder wird nicht heute gebucht und am Nachmittag kommen die Gäste. Je mehr wir diese Planbarkeit geben, umso besser. Aber bis zum 15. Juni haben wir, also ein Monat ist noch dorthin und wir müssen diesen Monat nutzen, damit wir zur Mitte Juni eine tragbare Saison bekommen. Ich glaube, auch das muss man sagen, dass das jetzt im Sommer 2020 jetzt nicht die Top-Saison wird, ohne Probleme, das wissen wir ja alle. Ich glaube, wir brauchen uns da nicht ins Gesicht lügen und sagen, es wird alles im Juni, wird alles schön sein. Wir wissen alle, dass wir in einer Ausnahmesituation sind, nicht nur im Tourismus, in vielen anderen Sektoren auch, und dass wir halt versuchen müssen, in dieser Ausnahmesituation das Bestmögliche zu machen. Sie und Ihre Kollegen versuchen aus dieser Situation das Beste zu machen. Wir in den Hotels kommunizieren, aber es ist einfach noch einmal ganz, ganz wichtig, möchte Ihnen das wirklich aus Erfahrung mitgeben. Diese Pressebericht gestern haben eine regelrechte Stornierungsflut ausgelöst und deshalb ist es essentiell, dass wir dieses Datum so schnell, so bald wie möglich auch haben und ich bitte Sie wirklich inständigst alles Mögliche dafür zu tun, weil es für uns im Tourismus einfach essentiell ist. Eine weitere Frage, die eingegangen ist, es gibt ja auch die Grenze Schweiz-Südtirol. Ist diese dann offen, beziehungsweise was macht die Schweiz im Finchgau? Die Schweiz hat ja auch sehr konsequent die Grenze geschlossen, aber das ist im Grunde die gleiche Frage wie zwischen Österreich und Italien. Und das ist genau die Frage, die ich eben gestern auch Elisabeth Köstinger gestellt habe. Ich sage, okay, was wollt ihr dann am Brenner tun? Also werdet ihr am Brenner dann mehr kontrollieren als bisher? Das heißt, schafft ihr einen neuen offenen Raum im Norden Europas und der wird nach Süden hin abgeriegelt? Ist das das Ziel? Ich hoffe nicht. Das Gleiche gilt im Übrigen ja für die Schweiz immer auch. Also die Schweiz, wie gesagt, gehört zum Schengen-Raum. Was das Grenzmanagement angeht, gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen der Schweiz und Österreich. Inwiefern werden Südtiroler Betriebe künftig auf EU-Fonds für regionale Entwicklung zurückgreifen können? Also wirklich jetzt gedacht für Hotelbetriebe, welche bisher ja eher limitiert in Anspruch genommen wurden. Werden hier Aufstockungen angedacht? Gibt es hier Möglichkeiten? Also es gibt in dieser Kommunikation von gestern schon auch ein ganzes Kapitel, wo die Europäische Kommission sich mit dem sogenannten Recovery Plan, also mit diesem Wiederanschubplan beschäftigt und sagt, da muss der Tourismus eine ganz besondere Rolle spielen. Dieser Recovery Plan ist aber sehr in der Schwebe noch. Das heißt, wir müssen ja den mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 20 bis 2027 noch genehmigen. Aus diesem heraus wird dieser Recovery Plan dann finanziert über Finanzhebel und da muss ich leider sagen, recht viel mehr als eine Ankündigung, dass der Tourismus da auch mit von der Partie sein muss, gemeinsam mit anderen Unternehmen, ist da derzeit nichts drinnen. Das heißt, das ist sicher nicht etwas, was jetzt in den nächsten paar Wochen passiert. Herr Marius Gebhardt schreibt, vorausgesetzt Flugreisen sollten möglich sein und eine Reise zum Beispiel nach Kreta wäre nicht abgesagt. Welche Möglichkeiten haben Südtiroler Urlauber, die ihren Urlaub von Innsbruck oder München aus antreten wollen? Also wenn ich als Südtiroler irgendwohin fliegen möchte. Also ich gehe davon aus, dass, aber da werden die nächsten Tage dann zeigen, wie Österreich und Deutschland vorgeht. Da hat der Bundesinnenminister Seehofer hat ja gestern sehr deutlich gesagt, wir müssen die Quarantänemaßnahmen lockern. Das ist ja heute de facto eine Frage der Quarantänemaßnahmen. Ich gehe schon davon aus, dass wenn die gelockert werden, dass wir dann als Südtirol zu Flughäfen im Norden fahren können, um von dort zu starten. Aber wie gesagt,
da müssen jetzt diese Staaten entsprechende Voraussetzungen schaffen. Das weiß ich jetzt auch nicht, was dort gedacht wird, aber das gehört, ist logisch Teil der Grenzöffnung, Teil der zu lockernden Sanitätsmaßnahmen. Gut. Uns haben viele Fragen erreicht. Viele Fragen sind auch sehr, sehr ähnlich, die wir zusammengefasst haben. Ich möchte dir, lieber Herbert, einmal vielen Dank sagen, dass du nicht nur heute, sondern wirklich jeden Tag die Entwicklungen innerhalb der EU auch so aufmerksam für uns mitverfolgst und auch mitgestaltest. Deshalb herzlichen Dank. Vor allem, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, um uns auch einen so ausführlichen Einblick in dieses wichtige Thema zu geben. Natürlich, und das möchte ich nicht verheimlichen, ist es unser Wunsch und unser eindringlicher Appell, dass wir sehr, sehr bald das Datum der Grenzöffnung auch haben, auch kommunizieren können, damit unsere Betriebe auch wirklich, und so haben es sehr, sehr viele hier auch geschrieben, überleben können. Auf jeden Fall werden wir diese Informationen, die wir heute von dir bekommen haben, alle mitnehmen. Dieses Wissen ist für uns alle ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Deshalb danke dir dafür. Bevor wir uns jetzt wieder an diese tägliche Arbeit machen, möchte ich euch, liebe Kunden, liebe Freunde, liebe Hoteliers, liebe Touristiker, besonders ihr lieben Touristiker in Südtirol, ein paar Gedanken von meinem Team und mir noch mitgeben. Vielleicht nehmt ihr euch wirklich noch diese 3-4 Minuten. Liebe Touristiker in Südtirol, nun befinden wir uns wirklich schon relativ lange, etwa 3 Monate in einer tiefen Krise. Und wir sind Krisenzeiten, egal welcher Schwere es so ist, durchleben wir Höhen und Tiefen. Momente der Zuversicht, Momente der Angst, gar der Panik. Das geht uns wirklich allen so, ausnahmslos. Wer nicht so empfinden würde, wäre gelinde gesagt wahrscheinlich kein Mensch. Weil sich eben dieses Warten nun länger hinzieht, als viele von uns erhofft hatten und angesichts mancher wenig Zuversicht weckender Nachrichten in den Medien, durchschreiten wir im Moment wieder eher ein Tal. Viele von uns sind ohnehin angespannt und da genügt manchmal eine negative Meldung in der Zeitung. Deutschland empfiehlt seinen Bürgern nun doch nicht, nach Italien zu reisen oder Ähnliches, um die Nerven zum Bersten zu bringen. Was ich euch deshalb unbedingt sagen möchte, bewertet diese täglichen Nachrichten in den Medien bitte nicht über. Ihr seht selbst, dass sie sich oft genug auch widersprechen. Für jede Meldung gibt es eine Gegenmeldung, denn die Presse reagiert schnell, manchmal zu schnell eben auf Neues. Sie berichtet oft auch sehr akkurat, spekuliert aber auch nicht zu selten. Es ist daher leicht, seriöse Berichterstattung, die reine Fakten wiedergibt, mit Meinung und Meinungsmache auch zu verwechseln. Vor allem, da die politische Landschaft nicht einheitlich ist und halt auch Politiker unterschiedlicher Meinung sind. Vor allem aber müssen sie nach außen hin oft taktisch handeln, während nach innen der Raum für Verhandlungen durchaus gegeben ist. Das kriegt man aber erst mit, sobald Entscheidungen tatsächlich gefallen sind. Um es mit Heidi Kessler, die Chefredakteurin von Reis Südtirol, zu sagen, Nachrichten verbreiten sich in Zeiten des medialen Überangebots schneller als die Viren selbst. Das tägliche Bombardement mit neuen Katastrophen macht mürbe und die Berichterstattung kann natürlich auch in Panikmache ausarten. Liebe Hoteliers, bitte lasst euch von dieser Panik nicht anstecken. Versucht unbedingt, Vertrauen in unsere gewählten und tüchtigen Politiker zu setzen, die absolut unser Wohlergehen im Sinn haben. Und das bedeutet die Suche nach einem Ausweg aus dieser Krise, nach wirtschaftlicher Stabilität, auch nach dem Öffnen der Grenzen. Arno Kompatscher, Philipp Achhammer, Herbert Dorfmann, aber natürlich auch unser Interessensvertreter der HGV setzen mit guten Kontakten und viel diplomatischem Gespür alles daran, dass sie sich auch bei uns in absehbarer Zeit wieder weiterentwickeln kann. Das werden sie auch schaffen. Bitte seht diese Krise als das, was sie ist, eine Berg- und Talfahrt. Ich persönlich als Südtiroler würde sagen, eine Bergsteigung. Wir starten im Tal, bewältigen den ersten Hügel, der vielleicht nicht so schwer zu erklimmen ist, kommen auf eine Anhöhe, freuen uns des Ausblicks und dann wird es wieder steiler und anstrengender. Und wir denken, okay, nur noch das, streng dich an, dann hast du es geschafft. Weil wir den Anstieg hinter dem nächsten Plateau noch nicht richtig sehen und eigentlich auch nicht erahnen wollen. Und so geht es weiter. Hinaufsteigen, anhalten, ausruhen, Luft holen, neuen Mut sammeln und die Anstrengungen bewältigen, Schritt für Schritt.
bis wir endlich ankommen am Ziel auf den Gipfel und mit einem unglaublichen Ausblick und einer wahnsinnigen Euphorie belohnt werden. Endlich geschafft. Am Ende werden wir die Krise bewältigen. Das ist frag- und alternativlos. Und wir müssen darauf vertrauen, denn jeder von uns hat den Willen, sie hinter sich zu lassen. Die Politiker, wir Hoteliers, Unternehmer, Mediziner, alle. Geratet bitte nicht in Panik, das ist jetzt zum Beispiel plötzlich alle deutschen Gäste ihren Urlaub in anderen Destinationen buchen. Wir hoffen, dass es nicht so schnell geht. Im Moment warten viele noch ab, sind verhalten, denn sie wissen, dass in den nächsten Wochen mehr Bewegung in die Sache kommen wird. Entscheidungen gefällt werden. Und noch einmal, vertraut auch in das Gespür, die Handlungsmöglichkeiten, den Handlungswillen unserer politischen Vertreter. Jetzt gilt es durchzuhalten und dabei möglichst das Gute zu sehen. Weiterhin sinkende Infektionszahlen, das Fortschreiten der wissenschaftlichen Erkenntnisse, das Ende des Lockdowns, alles Wissen, das wir in diesen Wochen uns angeeignet haben, um die Wiedereröffnung so gelungen wie möglich zu gestalten. Noch ist jede Krise vergangen, auch schlimmere, denn die hat es gegeben, wenn auch zu Lebzeiten von unseren Großeltern. Und man bewältigt sie wie eine Bergbesteigung, Schritt für Schritt, immer vorwärts. Tun wir es. Bleiben wir positiv im Geiste. Liebe und zuversichtliche Grüße an euch alle aus dem Brandnamic Campus von uns allen. Dankeschön. Lieber Herbert, dir danke, dass du heute bei uns gewesen bist und euch allen viel Zuversicht und alles Gute. Danke. Ja, danke dir und danke und wirklich allen alles Gute und ich hoffe wirklich, dass im Sinne von dem, was du gerade gesagt hast, trotz der schwierigen Zeiten ein bisschen Zuversicht da ist. Wir werden jedenfalls versuchen, alles zu tun, um die Dinge so möglich als möglich zu machen. Alles Gute. Danke.